Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Gut, wenn wir da Angriff an und nehmen das UFO. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Gut, machen wir. Haben wir bald. Zuerst tun wir noch landen. Alles schön easy. Wir können auch ja nicht auf uns aufmerksam. Und dann beißen wir auf 10. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Da hinten ist fertig, okay. Da hinten wird irgendwo das UFO sein. Da hinten ist auch fertig. Wo sind meine Jungs? Da. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung gehen, behaupte ich jetzt einmal. Also, zuerst mit unserem Stürmer. Ja, du stürmst wo hin? Komm, stürm bis zum Baum. Das ist okay. Hier drüben ist was. Aha, super! Gerade mal etwas aufdeckt. Wunderbar. Shit. Eigentlich gar nicht gut, weil die sehen mich jetzt alle. Ich komm mit dir tatsächlich da hin, ja. Weil du kannst mir dann dort besser zielen und ich habe ja noch andere Leute, die ich kann als halt schnell. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel auf einmal aufdecke. Darum bleiben wir lieber auf dieser Seite hier hin. Kommst du nicht hinter den Baum. Schade. Aber du kommst hier hinter. Gut. Jetzt werde ich zuerst dich noch, den Harry, wo auch hier vorne spurtet. Und dann nehmen wir dich noch. Ich würde mal sagen, hierher. Und du siehst schon einen. Von 25%? Nein, machst Feldposten. Das ist okay. Die Wetterwahrscheinlichkeit wird nicht höher durch das. Aber jetzt sind wir zuerst mal gespannt. Aha, von dort hinten kommt es. Das ist nicht gut. Weil der werde ich am schlechtesten treffen. Gut, der hat nicht getroffen. Der zweite schießt auf den. Hör doch auf. Ja, ja. Also schwer ist anders. Aber da können wir gerade nochmal drei. Nee, was läuft? Ja, du bist überfordert. Lieber Ben. Überfordert mit dieser Situation. Ja, es sind gerade ein paar hier. Wo haben wir unseren Schwer? Da, du hast. Du bist noch zu weit weg. Das ist eben schade, dass du noch so weit weg bist. Wir müssen ein bisschen näher kommen. Und ich glaube, hier wäre ein cooler Ort. Wobei, dann wirst du hier raufkommen und dann von mir. Und dann abschiessen. Das ist nicht gut. Du siehst 3. 1, 2, 3. 50% auf den. Oder machen wir die Rauchgranate? Warte schnell. Wir machen wahrscheinlich die Rauchgranate. Und dann komme ich nämlich mit dir. Aber das reicht ja gleich nicht. Das reicht gleich nicht. Ich muss mit dir so oder so dafür kommen. Okay. Was hast du im Schusswinkel? Alles Mögliche. 35. Du hast nichts. 55. 35. 35. Ja, nehmen wir den mit 55. Komm. Oder wir schiessen mal eine Splittergranate. Eine Splittergranate wollte ich schiessen. Aber du kommst nicht so weit. Das bringt nichts. Also komm, mach einen Präzisionsschuss. Aber nicht auf den. Nein, mach nicht einen Präzisionsschuss. Schiess normal auf den. Jetzt hat er ja gerade den Grind oben. Ah,
das ist nicht gut. Nein, das ist wirklich nicht gut. Da gebe ich dir recht. Die könnte hier hängen. Oder sogar hier. Könnte aber auch mit dir. Ich mache hier ein bisschen Risiko, komm. Nein, ich will kein Risiko eingehen. Ich will kein Risiko eingehen. Noch schnell den Blickwinkel ändern. Ich komme mit dir hier hin. Und sehr gut, dann habe ich nämlich dich hier in der Flanke und kann ja mal probieren, dich wegzuputzen. Wir sehen uns in der Hölle. Genau. Sehr gut. Dann haben wir gesagt, warten wir noch. Ich komme zuerst mit dir. Und zwar komme ich mit dir ins wo hin. Wahrscheinlich auch bis hier nur. Der andere ist ja auch da drinnen. Ich müsste zwar vorher sputen. Aber da werde ich einfach so beschossen. So weit wollte ich nicht, sonst decke ich da hinten noch irgendetwas auf. Und das wäre jetzt gerade nicht sehr gut oder nicht sehr günstig. Was habe ich? 1%! Wow! Das ist ja Hammer! Hammer, sage ich da dazu nur. 1, 2, 3, der wird dort. Das ist. Muss einfach. Kommen wir mal da einmal her. Sind wir immer noch bei 1%? Nein, jetzt sind wir bei 8%. Mach mal Deckung. Und jetzt, wie gehen wir da rein vor? Ich könnte einen Schredderrakete bringen, so. Aber, will ich eigentlich nicht. Was ist mit dieser Rakete? Da habe ich hier zwar... Aber da hätte ich schön alle. Alle im Bereich. Komm, das machen wir. Kommander, vielleicht sollten Sie Ihre Männer instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Ja. Die sind zwar effektiv gegen Aliens, genau. Zerstören aber auch die Artefakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Ja, was ist jetzt? Bedenken Sie das. Nebensache. Weil schließlich haben wir sie jetzt dort weg und das haben wir wollen. Jetzt kannst du da hinkommen, ja. Jetzt hat der andere nicht in die Deckung müssen. Ja, nur, du machst dafür Feldpost. Also, da kommen noch mehr Viecher. Auf jeden Fall. Ich habe es gehört. Wir machen da schön langsam, Schritt für Schritt. Aha, schau jetzt. Der sieht mich. Oh. Das ist vielleicht nicht so clever dort. 25%. Ist einfach zu wenig. Können wir das irgendwie erhöhen? Indem ich hier reinstehe und mich ins Kreuz und ja, ja, das ist wirklich ein sehr riskanter. Siehst ihn du? Nein, du siehst ihn nicht. Das heisst, du musst so oder so dafür kommen. Du auch. Du musst auch irgendwie dafür kommen. Die Frage ist nur, wo? Ich glaube, du setzt dich einfach da nebendran und machst einen auf Feldposten.
Und soll ich jetzt hier die Angst haben, spielen und wieder retour gehen? Oder Sturm und Schuss und von daher schiessen? Ja, das wird nichts, das wird nichts. Das ist einfach schade. Hier könnte ich hinter den Baum säckeln. Wenn wir das machen, ja komm, das machen wir. Dann musst du nämlich weg dort und ich könnte Feldposten machen. Und du musst da vorne sprinten, da geht es gar nichts anderes. Du musst aber recht weit für einen sprinten. Sprint mal bis dort führen. Und jetzt schauen wir mal, wer du schuss ist. Also du musst ja weg. Ah nein, schau, er geht nicht weg. Er geht nicht weg. Ich weiss nicht, was du gemacht hast, aber auf jeden Fall ist das gut für mich. Weil, jetzt kann ich hier ja noch ein bisschen näher kommen. Zum Beispiel hier hin. Und dann werde ich dich sicher treffen. Wobei, wahrscheinlich bist du im Feldposten jetzt. He? Also, dann müssen wir mit dir mal bis hier hin kommen. Kontakt. Ah, da hat es nochmal so komische Schweber. Ja. Dann können wir das aber nicht machen, so wie ich mir das vorgestellt habe, indem dass ich da einen stehe, oder? Wo sind ihr? Dort, da kommst du da rüber, jawohl. Könnt höchstens da rauf. Weisst du, ich schieße dich von da ab, komm. Du triffst wenigstens auch gut. Sehr schön. Okay, da haben wir jetzt ein Ziel. Wo wir zu 70% und... Ja, aber komm. Was triffst du im Fall? Ist keine Bedrohung mehr. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir noch unseren Scharfschützen, der doch auch noch einen könnte beschiessen. Das wäre einfach so nebenbei. Aber eben... Ah, verflucht. Der Fabrizio will und will nicht treffen. Schon von Anfang her nicht. Von Anfang her schon ein Dorn im Auge eigentlich. Jetzt bist du da aber ein bisschen an einem blöden Ort. Und wir gehen hier hinter den Baum. Und falls einer rauskommt, schiessen wir ihn über den Haufen. Aber du müsstest ein bisschen mehr in Deckung gehen. Weil, da bist du mir irgendwie zu offen. Oder? Was haben wir für eine Chance? 48% ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Könnte ja mit Sturm und Schuss noch ein bisschen näher kommen. Gehe in Feuerposition. Oder? Nein, was mache ich? Jetzt habe ich mich voll verklickt. Ganz schlecht, jetzt habe ich mich voll verklickt. Hey. Das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Jetzt stehe ich hier einfach offen, im Nichts. Nein! So tödlich, so tödlich. Ja, der wird es nicht überleben. Oh, mal doch, er wird es vielleicht gleich noch überleben, du. Kommt drauf an, was er jetzt dort macht. Ah, du schießt auf einen anderen. Ah, der wird auch getroffen. Ah, krass. Also, komm da runter. 72%. Du musst einfach jetzt treffen. Hey. Hast du nicht richtig getroffen? Ich bin leer. Ja, ja, ich weiss, du bist leer. Du siehst einfach keinen, das ist schade, das ist einfach schade. Das heisst, du kommst hier vorne. Dass du etwas siehst. Und mit dir stand ich jetzt echt hier über und schieß.
Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Aha. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich werde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Okay, dann passen wir auf. Ich habe eigentlich auch gar nicht vor, auf das zu schiessen, sondern ich habe vor, auf den zu schiessen. Und den braucht es nicht. Jetzt könntest aber du noch einmal auf den schiessen, oder? Mit 75 zu 75. Bumm. Genau. Oh nein, es ist noch nicht fertig. Oh, das ist aber schlecht. Ich bin davon ausgegangen, dass es jetzt fertig ist. Shit. Also kommt über den Feldposten. Wo sind denn noch die letzten verbliebenen Aliens? Ah, er hat etwas gehört. Hört mal, was war das? Der kommt er. Sehr gut, wenigstens triffst. Und was machst die du jetzt draussen? Die Aliens treten den Rückzug an. Also, du wolltest mich jetzt verarschen, oder? Du bist ja nicht auf Feldposten. Nein, und ich habe blitzschnelle Reflexe. Also, du kannst hier hin und dann ist der weg. Mit dir auch. Und mit dir sehe ich den gleich. Ja, ich sehe den gleich. Also, dann muss der zuerst weg. Bitteschön. Observiert. Genau so. Aber das heisst, es hat noch einen zweiten Nummer. Es hat noch einen zweiten Nummer. Da komme ich halt schnell da rüber und lade mein Gewehr auf dort. Das heißt zu killen. Mit dir würde ich gern. Das ist ein bisschen riskanter da. Du machst mal einen auf Feldposten, jawohl. Und du hast aber noch gute Gesundheit. Eigentlich könnte ich da schon etwas riskieren. Komm mal dafür. Dort stehst du. Zu wie viel Prozent? 50? Aha, so bist du. Okay. Kommt man hier einen noch rein? Ah, da komme ich auch rein. Sehr gut. Komm doch du in diesem Fall. Von hier hinten. Ja, wobei. Ich könnte es auch anders wagen. Komm. Da werde ich den wahrscheinlich nicht sehen. Da schon, oder? Da bin ich ja. Hä? Ich sehe es nicht. Da bin ich geschützt. Ja, dann komm mal da hin. Und jetzt kannst du noch hoffentlich einen schiessen, oder? Dann ist der nämlich auch weg. Alle Missionsziele ausgezeichnet. Schön, können wir weitermachen. Das, obwohl ich mich verklickt habe und Angus in oder auf der Wiese stehen lassen habe. Einfach so. Ich ein bisschen Kühe begutachten. Naja, das gibt es manchmal. Dass ich mich verklicke. Das meine ich. Und schau, tatsächlich, der Fabrizio kommt doch eine Beförderung über. Und auch für dich machen wir den Schnellschuss. Danke. So. Anderson, was bist du? Auch ein Stürmer? Sehr gut, das nehmen wir. Dankeschön. UFO-Energiequelle haben wir gefunden. Und noch anderes Zeug, das wir ja, werden brauchen. Wir gehen mal weiter. Aber ich würde sagen, wir spielen dann erst in der nächsten Folge weiter. Wahrscheinlich werden wir aus dieser E-Müssen-2 machen. Darum, danke vielmals, dass du dabei warst. Ich hoffe, bis es dann das nächste Mal auch wieder. In dem Sinn, tschüss.